Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe wieder Lust auf die Gilde und ihr seid dabei. Wir starten hinein hier im Sommer 1421 und wir schauen gleich mal die Meldungen durch. Oh, sehr schön, ein Kredit wurde getilgt. 4400 zurück. Reparatur. Das ist ja immer das Schöne als Geld, weil man verdient sowohl Zinsen und man bekommt natürlich sein ganzes Geld wieder zurück, was man jetzt vielleicht lange Zeit mal nicht hat. So, schauen wir mal. Denn im Sommer geht es ja um 7 Uhr schon los, deswegen müssen wir früh in den Betrieben sein. Was haben wir hier? Das könnte noch ein bisschen steigen. Ich habe mal noch ein bisschen Hoffnung. Buchenholz brauchen wir bald wieder. Der Rest ist noch einigermaßen da. Schauen wir mal in die Drechslerei. Der Gehstock, ja, Schutzkreuz bringt nicht so richtig viel. Wir verkaufen mal den Gehstock noch. Und wir schicken mal. Na, jetzt ist das schon wieder gesunken. Der Preis. Ich beobachte das immer. Wundert euch also nicht. Ist schon wieder gesunken. So, eine Außenerweiterung. Fenstergitter in der Wechselstube. Ja, wir könnten mal. Ach, genau, wir verbessern die doch gerade. Jetzt renovieren wir sie nochmal schnell, weil es nochmal billiger ist, wie wenn sie schon aufgestiegen ist. Das ist also ein kleiner Tipp. Wenn ihr ein Gebäude um eine Stufe erhöht, dann renoviert vorher nochmal, Ja, weil dann ist ist es eines eurer Gebäude billiger. um eine Stufe aufgewertet worden. Ja, oh, wir bekommen einen zusätzlichen Aktionspunkt. Ja, das machen wir doch. Einen Eisenschrank und eine Weinflasche. Ihr werdet ein beliebter Gastgeber sein, wenn ihr eurem Die Besuch immer ein Renovierung Glas eines Wein eurer anbieten könnt. Gebäude ist abgeschlossen. Boah, das ist schon teuer, 562. Aber 3% Ansehensboni, das lohnt sich vor allem auch, weil wir in der Politik unterwegs sind. Sehr gut. Sehr schön. Schaut mal, wie es jetzt Der ausschaut. Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen, Edelfrau. Genau, das ist Einer fertiggestellt. eurer Umlandstransporte hat ein Waldstück erreicht. Ja. Ach ja, wir müssen uns doch, glaube ich, noch auf Landesebene bewerben, oder nicht? Boah, das ist schon teuer hier. Wir kaufen mal nur. Na, jetzt haben wir leider nichts gespart. Ja, gut. Naja, man kann nicht immer was sparen. Wir schauen mal schnell noch ins Rathaus. Ich will das immer nicht vergessen. Ob es freie Bewerbungen gibt. Ja, genau. Natürlich gibt es freie Bewerbungen. Ach. Toll. Für was haben wir uns denn hier bei der Landesherrin eingeschmeichelt, wenn die jetzt auch nicht mehr existiert? Die hätte doch noch eine Runde warten können, uns zum Hofrat machen können und dann hätte sie sterben können oder sich woanders hin bewerben können. Aber nein. Jetzt lohnt sich da gar nichts, weil jetzt wird sich das Ganze einfach per Patt entscheiden, weil kein geeigneter, glaube ich, da ist. Oh, ein Kredit wurde genommen. Wir haben immer noch 4000 dort. Sehr schön. 13% Zinsen ist in Ordnung. So, genau. Wir haben ja hier unseren Transporter hingeschickt. Können wir hier ein bisschen Billigbuche kaufen? Nee. Ihr wollt Rohstoffe kaufen? Und dann zieht euch nur um. Das ist aber teuer hier, Leute. Also viel kaufe ich dann nicht. Das lohnt sich einfach. Es lohnt sich einfach nicht. Ja, gut. Hätten sie Buche verkauft, dann ja. So, wie sieht's denn aus? Können die Kämme mal wieder steigen? Nein, die sinken irgendwie nur. Das war jetzt wichtig, aber mit der Buche. Ja, dann halten wir das mal einfach zurück. Und ich sehe gerade Gehstöcke. Die lohnen sich wieder. Ja. Dann machen wir doch. Wir haben eh so viel Kiefernholz, da können wir ein paar Gehstöcke machen. Und ein Kampf. Und das können ja, glaube ich, dann nur diese sechs Kiefernholzbretter sein. Das ist ja nix. Das heißt, wir verlieren hier nichts Schlimmes. Ist also kein Problem. Aber irgendwann möchten wir uns mal rächen an den ganzen Räubern hier vor Gericht stellen. Wir probieren einfach mal 59 zurückzulassen. Ach, die Ladung ist zu schwer. Ja, dann verlieren wir wohl alles. Carsten Heppner. Ja, wir haben leider keine Punkte in Nacht und Nebel. Sonst könnten wir da mal Spione ausschicken. Wir haben auch noch gar kein Zimmer. Die Wir haben ja hier nur Reparaturarbeiten unser verfallen billiges Haus, nicht was hier halb abgeschlossen. zerfällt. Sollten wir das vielleicht mal renovieren? Für 1000. Boah, 1300, das ist echt teuer. Meistergrad geht in 2 Jahren. Das würde 9 AP kosten. Das aber auch. Ja, was haben wir lieber? Handwerkskunst oder Verhandlungsgeschick? Ich würde sagen, wir machen mal erst noch hier Verhandlungsgeschick. Haben wir eigentlich hier? Das habe ich noch gar nicht geschaut. Das Überfallen von Transportern ist verboten. Ah, das dürfen wir entscheiden. Sehr schön. Ja, das wollen wir natürlich weiterhin verbieten Das als Gebäude ehrliche eines Leute. Konkurrenten wurde um eine Stufe Meister aufgewertet. der Bespitzelung, was heißt das?
Jede Spionage, die ihr einem Freund zuteilen werdet, hält doppelt so lange wie übrig. Okay. Wir können ein Verhör vornehmen. Ah. Wie wär's denn mit dem Räuberhauptmann Carsten Heppner? Der hat uns gerade überfallen. Wollt ihr für 2 APs ein Verhör unterziehen? Das würde Carsten 3 APs in diesem Jahr kosten. Das bringt uns doch gar nichts, wenn das ihm nur die APs kostet. Wenn der da nicht verurteilt wird. Ja, und die restlichen Sachen. Diebstahl ist verboten, ist auch klar. Oh, eine Pachtversteigerung, aber im Steinbruch. Nee, da haben wir ja gesagt, wir wollen nicht teilnehmen. 5000. Nee, das lohnt sich echt nicht. Unser Sohn wird hier Wirt. So, Reparatur, Handelskarren. Oh, hier müssen wir auch mal bald. Ach, da fällt mir ein, wir sollten vielleicht mal das hier noch verbessern. Wir haben jetzt ein bisschen Geld. So, jetzt habe ich das Gefühl, dass die Kämme steigen. Ja, wenn sie noch ein bisschen steigen, dann könnten wir sie mal verkaufen. Den Gehstock vielleicht nochmal. Das Gebäude eines Ja, Konkurrenten. Bürgerhäuser, Parfümerie, das ist Eine relativ egal. Erweiterung in einem Mauergebäude wurde hinzugefügt. Und keine Special-Aufnahme ohne das altbekannte Telefon. Ihr kennt es, denke ich, mittlerweile sehr gut. Wieso gibt es hier eigentlich kein Handwerkshaus der Tischler? Das finde ich echt unfair. Das ist nicht schön. Hier entsteht immer noch unsere Villa. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert. Steht das hier irgendwo? 6 Jahre dauert das. Eieiei, da müssen wir echt lang warten, bis wir endlich unsere Villa beziehen können. Aber das lohnt sich. Von Landsitzen, Burgen und Schlössern halte ich nicht so viel. Das habe ich schon mal ausprobiert. Da kann man nicht so viel machen. Da kann man ja, so einen Quacksalber arbeiten lassen, einen Alchemisten. Aber viel mehr auch nicht. Was sind denn das für teure Preise? Ich brauche leider Buche, deswegen muss ich so teuer kaufen. Ich habe keine Lust, dass wir nicht mehr produzieren können. Das ist dann der Worst Case. So, jetzt riskieren wir es mal. 18 Kämme. Nein! Nein! Nein, wir sind zu spät. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Es ist gerade um über 200 gefallen, der Preis. Ah, wieso müssen wir so viel Pech haben? Hätte ich es doch früher Das Gebäude losgeschickt. eines Konkurrenten Ah, wurde um eine Stufe verdammt. aufgewertet. Vermaledeit. So, hier müssen wir leider mal wieder renovieren. Boah, das gibt's doch gar nicht für 2000. Meine Güte, wie teuer das einfach ist. Aber irgendwann müssen wir es machen, ne? Da, das ist echt teuer bei so abgegradeten Gebäuden. Ja, der Gehstock ist auch nichts mehr wert. Dann lassen wir das auch nichts mehr produzieren, bitte. Was ist zu tun? Gratulation, ihr habt eure Fähigkeiten im Talent verhandeln. Ein wenig Schutzkreuze, die werden auch nicht mehr steigern. so. Üben Die nach bringen auch nicht mehr Hinweis so viel. weiter. Ah, Dann und werdet der ihr Kamm, der fällt jetzt signifikante vollkommen, der Preis. Verbesserungen spüren. Müssen wir doch auf was anderes noch setzen. Das mache ich doch so ungern, weil hier brauchen wir noch Eisen und Hufbeschläge. Boah, da ist der Preis so hoch derzeit. 2000 anstatt 1400. Weil wir müssen halt Eisen noch kaufen und Hufbeschläge. Ja, für den. Ja, der Stab hier bringt, glaube ich, nicht so viel. Der lohnt sich nicht so. Und ich glaube, das lohnt sich auch nicht. Aber ich meine, wir können ja mal schauen, ob es billig ist. Wenn Eisen- und Hufbeschläge billig sind, dann kaufen wir mal welche ein. Ach ja, schaut mal. Wir haben hier bald nichts mehr. Oh mein Gott. Wir schicken jetzt erstmal noch Ja. den dorthin. Den zum Marktplatz. Gedanken verloren, legen wir eine Mark neben ein Kreuz. Die Ah, wir erhalten Renovierung eines 4 Aktionspunkte. Eurogebäude ist Sehr abgeschlossen. gut. Talentanstieg, Renovierung. Sehr Eine schön. Erweiterung in einem Eurogebäude wurde hinzugefügt. Ah, dann können wir doch. Nee, das waren nicht die hier. Okay. So, ich habe nämlich gesehen, die Schutzkreuze steigen. Dann verkaufen wir doch gleich mal 8 Stück. Jetzt lohnt es sich da endlich mal. Oh, hier brauchen wir wieder Eiche. Und Eiche ist billig, glaube ich. Deswegen kaufen wir doch direkt mal Eiche. Das wird auch wieder billiger, aber jetzt kaufen wir erstmal Eiche und wir sparen. Okay. Sehr gut. Wow, mittlerweile 3500 Einwohner. Das ist mal echt eine ganze Menge. Ach. Ja, oder es wird hier als erstes der Landesherr gewählt. Dann wissen wir halt nicht, wer kommt, ne? Aber wir können ja trotzdem schon mal schauen,
Ob wir noch das hier finden? Nee. Wir suchen ja immer noch so einen, ihr wisst, was wir suchen. So, erstmal verkaufen wir kurz. Jawohl, das bringt wieder Geld. Dann wird hier Kiefernholz gekauft. Und die billige Buche, bitte auch. Oh, Gold ist auch billig. Oh mein Gott, wir müssen schnell zurückkommen und noch Gold kaufen. Verprügeln. Fiese Gestalten haben versucht, euch zu verprügeln. Doch dank eurer Talente konntet ihr die Bösewichte in die Flucht schlagen. Wir haben noch null im Kampf. Schaut mal. Bei Nacht und Nebel und im Kampf haben wir null Sterne und wir konnten sie in die Flucht schlagen. Ich glaub's nicht. Na, schaut mal, unsere Ehefrau hat 86.000 Vermögen. Das wird sich mal lohnen, wenn sie stirbt, wenn wir das erben werden. So, jetzt müssen wir hier mal 22 Kämme und ich kann nichts verkaufen, weil es kein guter Preis ist. Oh, und wir brauchen Buche, ganz dringend. Buche und Gold. Eieiei, wir haben echt kaum noch Buche. Wie sieht's hier aus? Und es ist schon 10 Uhr. Naja, wir brauchen mehr. Zwei Schutzkreuze können wir noch verkaufen. Ihr seid der Meister. Ich weiß, dass ich der Meister bin, aber weißt du es auch? Könnte man hier wieder ein bisschen mehr Geld einlagern. Das lohnt sich immer, finde ich. So, wir brauchen... Ah, das, nee. Ah, es ist kein Gold mehr da, aber wir brauchen leider auch... Wir brauchen leider Buche. Ja, wir sparen. Sehr gut. Ja gut, dann kaufen wir halt nochmal Kiefernholz. Wir kaufen einfach alles. Alles wird aufgekauft, was wir finden. Oh, Gold wäre so gut gewesen. Jetzt haben wir schon 11 Uhr, Mensch. Die Zeit vergeht hier viel zu schnell. Jetzt gibt es noch die wichtige Sitzung dann im Rat, nachdem wir hier unseren Bericht sehen. Ja, unser Einkommen als Obrist, der rettet wieder einiges. Da machen wir einiges an Plus auch. So, jetzt kommt es zur Sitzung im, ich sag mal, Landtag, wenn ich das jetzt so behaupten darf. Mal schauen, was als erstes gewählt wird. Also eigentlich müsste der Landesherr gewählt werden als erstes. Über die Vergabe dieses höchsten ja. Amtes werden nun die Mitglieder. Genau, und wir dürfen alle mit abstimmen. Ja, wen wählen wir? Georg Illmann. Den mögen wir oder der mag uns noch am meisten. Der wählt sich natürlich auch selbst. Der ist derzeit Erzbischof. Jürgen Allenstein hat gar kein Amt. Das wäre ja blöd, wenn der gewählt werden würde, weil... Der ist er. Ah, wir hätten noch schauen müssen, ob wir noch diesen besonderen Stein da kaufen. Dann wären wir hier noch ein bisschen beliebter gewesen. War vielleicht dann ein Fehler von mir. War ein Fehler von mir. Jetzt ist auf jeden Fall der ehemalige Erzbischof, der neue Landesherr. Und schau mal, das hat sich verschlechtert sogar. Der mag uns gar nicht mehr. Ja, toll. Großinquisitorin Kenia Schnupp. Ich glaube, das war doch die erste Wahl, wo wir mal nicht gewonnen haben, oder? Also ich meine, das passiert einfach. Und wir hatten lange Zeit Glück, deswegen beschwere ich mich auch gar nicht. Oh ja, das Studium von Pompeius kostet uns einiges an Geld auch noch. Aber wir bekommen auch richtig viele Aktionspunkte. Seid also wieder beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt Die Gilde. Mit mir, Gaius Julius Caesar. Auf Wiedersehen und alles Gute.